Ja, dann erstmal herzlich willkommen, Michi Wohlleben, hier heute im Podcast bei der Atempause. Michi, vielen lieben Dank, dass du Zeit hast. Du bist ein super interessanter Podcast-Gast jetzt bei mir, auch für dieses Interview. Für die Leute da draußen, für die Atempause-Zuhörer, wärst du so nett, dich mal kurz aus deiner Sicht persönlich vorzustellen? Ja, vielen Dank für die Einladung oder für das Gespräch, Timo. Ja, wer bin ich? Bin der Michi Wohlleben. Bin von Kind auf Kletterer. Das ist das, was mir unglaublich viel Spaß macht. Noch immer, ich bin 30 Jahre alt und fühle mich immer noch, wenn ich kletter, so wie ein kleines Kind. Wohne mittlerweile in der Schweiz, habe eine Frau und einen 8-jährigen Sohn und habe vor einem Jahr noch neben der Profi-Bergsteiger-Kletterer-Karriere Physiotherapie angefangen zu studieren. Genau, und jetzt freue ich mich auf unser Gespräch. Mega, ja super, vielen lieben Dank. Okay, das heißt, du hast jetzt auch noch eine Ausbildung nebenher gemacht. Okay, auch noch mal was on top. Sehr cool. Jetzt ist es ja so, du bist ja nicht nur ein Kletterer. Also ich würde dich ja eher so als Extremkletterer sehen. Ja, also das, was du bisher alles so gemacht hast. Wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, was du schon gemacht hast, in deinen noch jungen 30 Jahren eigentlich, dann würde ich wahrscheinlich erstmal die ersten 5 bis 10 Minuten nur Dinge aufzählen, die du bisher für dich erreicht hast. Jetzt hast du ja auch einige wirklich brisante Klettertouren für dich gemacht. Auch ein paar Touren, die im Endeffekt danach nochmal anders geratet wurden, im Endeffekt nochmal anders eingestuft wurden. Wie ist es denn für dich, solche Klettertouren zu machen, wo du vielleicht nicht genau weißt, was auf dich zukommt? Ja, das ist, sage ich, mit Sicherheit eine der schwierigsten Komponenten von dem ganzen Sport. Quasi mit der Unsicherheit klarzukommen, das, was halt nicht planbar ist, das, was nicht kontrollierbar ist. Ich meine, da lernt man über die Jahre, mit sowas umzugehen. Und da hat glaube ich, jeder so seine Mechanismen, seine Varianten. Ich sage mir immer, quasi, wenn man es nicht probiert, dann weiß man es nicht. You don't know if you don't go. Und umso schwieriger oder umso unvorhersehbarer so ein Projekt ist, umso mehr mache ich quasi einzelne Schritte und bewege mich in den Moment und sage mir immer, du kannst eigentlich jederzeit abbrechen, oder? Dadurch bringt man sich gar nicht in die Lage vor dieser Unsicherheit, weil du hast ja in jedem Schritt alles im Griff und dann kannst du immer noch sagen, wenn du was nicht mehr im Griff hast, dass man rumdreht. Und das ist eigentlich das Coping sozusagen, wie ich damit umgehe, was es für mich einigermaßen ertragbar macht, ein großes Projekt anzustreben sozusagen. Mhm. Dass ich es ja eigentlich im Griff habe. Unangenehm wird es einfach, wenn man wirklich so total die Kontrolle verliert, habe ich das Gefühl. Jetzt sind ja solche Situationen für dich bestimmt schon mal passiert, oder? Total die Kontrolle verlieren. Also ich denke mir natürlich auch, du bist am Berg, du bist in der Natur ausgesetzt. Das Wetter kann relativ schnell sich auch ändern. Ja. Und es ist ja nicht nur so, dass du in der Halle bist und sagst, ich kletter jetzt mal meine Runden. Und es ist alles eine Laborumgebung, sage ich mal. Ja. Was gab es denn da schon für Situationen, wo du wirklich die Kontrolle verloren hast? Gut, gell, dann muss man natürlich in Frage stellen, was heißt Kontrolle verlieren? Also so verliere ich die Kontrolle, also was der Berg macht sozusagen. Da habe ich ja keinen Einfluss. Und dann kann ich auch in mir die Kontrolle verlieren. Und da ist eigentlich das Thema, oder mit der Atmung. Ich merke, ich habe vor 3 Jahren ungefähr angefangen mit Yoga machen, Meditation relativ viel. Mhm. Früher war es oft so, dass wenn so eine Situation gekommen ist, ich sage mal, man klettert irgendwo in eine große Wand rein, stellt dann fest, dass man gefangen ist, man kommt quasi nur noch vor, aber vor ist gefährlich, weil zurück kommt man nicht mehr, weil es zum Beispiel keine Standplätze gibt oder solche Dinge. Und das ist natürlich eine extrem unangenehme Situation, weil man steckt in der Mausefalle, oder? Und da ist es mir früher passiert, dass mich eine Angst oder eine Furcht überwältigt hat, oder? Mhm. Mittlerweile ist es so, dass solche Situationen, ich merke dann, dass es sich unangenehm anfühlt in der Brust oder im Bauch oder überall halt, was weiß ich, schneller Herzschlag, schnelle Atmung. Und dann kann ich aber damit umgehen, weil man es merkt, oder ich habe das Gefühl, wenn man nicht merkt, was körperlich passiert,
dann bist du plötzlich wie in einer Paniksituation, oder? Wenn ich es aber erfühle und ertasche, dass da was passiert, was eigentlich außerhalb, was fremdgesteuert wird sozusagen, oder? Und ich kann aber da wieder die Kontrolle übernehmen, dann ist dieses Problem auch gar nicht so schlimm, weil dann stelle ich fest, okay, Status quo ist jetzt hier eine beschissene Lage, aber ich kann es ja jetzt auch nicht ändern. Dann kann man cool bleiben und dann löst man die Situation. Und so gehe ich mittlerweile damit um. Also es ändert nichts an der Gefährlichkeit der Situation. Das ist das Blöde. Aber die Bewältigung in dem Moment ist sicher eine bessere und eine sicherere, weil man halt bei klarem Verstand ist sozusagen und nicht in Panik oder in Angst oder sowas, wo man immer schlechte Entscheidungen trifft. Ja, ist eine coole Situation, die du gerade beschreibst. Du hast ja gemeint, du spürst es im Körper. Und das finde ich so faszinierend, dass du genau diesen Punkt ansprichst, weil die meisten Leute sagen, wenn sie von Gefahrensituationen oder Angst sprechen, dass irgendwas in ihrem Kopf passiert. Und du hast im Endeffekt eigentlich den Schlüssel hast du für dich schon selbst gefunden. Ja? Du startest im Körper. Und jetzt würde mich interessieren, in diesen Situationen, was machst du denn wirklich aktiv? Also sagst du, du machst Yoga seit 3 Jahren, du arbeitest mit der Meditation, du merkst, deine Atmung verändert sich in diesen Situationen. Was machst du denn aktiv? Ja, gell, ich meine, ich finde es eigentlich relativ simpel. Früher habe ich dann tatsächlich so Atemtechniken angewendet, quasi zum Beispiel, da gibt es ja so alles Mögliche, gell. Sechsmal einatmen und immer ewig lang ausatmen oder sowas. Da gibt's, da kennst du dich besser aus. Muss ich zugeben, die ganzen Techniken vergessen, weil ich die nicht mehr mache. Quasi ich merke es zu früh, dass der Einfluss gar nicht groß werden kann. Ich steuere es quasi über die Gedanken. Also ich kann es über die Gedanken steuern und sagen, hey, du musst dich jetzt nicht aufregen, in Anführungszeichen chill's mal. und dann funktioniert das. Klar, ich erlebe es noch immer, aber meistens, ich finde, man muss ein bisschen unterscheiden, bin ich körperlich am Limit und ist es gefährlich? Oder ist es nur gefährlich? Das Problem ist, was ich erlebe, wenn es nur gefährlich ist, aber ich bin körperlich nicht am Limit, ist es total entspannt. Jetzt kommt aber der Punkt, ist es gefährlich und ich bin körperlich am Limit, dann habe ich die Atmung schon hoch. Und wenn die Atmung hoch ist, ist es so schwierig, die Balance zu finden zwischen, was ist jetzt hoch körperlich, mental und was ist hoch körperlich, physisch. Und beides stresst. Das finde ich ein bisschen schwierig und dort tue ich tatsächlich dann auf den Atem achten und den schauen, dass der zumindest regelmäßig eine hohe Frequenz hat, oder? Und nicht total in die Höhe geht. Hast du so eine Beispielsituation, wo das zusammenkam? Ja, ich habe eine Beispielsituation. Ich habe dieses Jahr eine ziemlich schwierige Route wiederholt, eine Eisroute. Das war die zweite Wiederholung seit 10 Jahren. Die auch ja, jetzt schon ein bisschen gefährlich war, würde ich sagen. Und dort ist eben das Thema, oder? Du musst sehr exakt klettern, du merkst, dass deine Unterarme müde werden. Du hast, sage ich mal, keinen 180er Puls, aber man hat schon einen Puls von 100, 160 oder so. Das ist so schwierige Kletterei, oder? Es ist sausteil und du weißt, wenn du jetzt hier einen Fehler machst oder du hast vielleicht Angst, dass dir die Kraft ausgeht, du darfst aber nicht stürzen, weil sonst machst du einen Riesenabgang. Das ist so die Situation, oder? Da kann ich mich nicht zurücknehmen, das ist das Problem. Also sage ich mal, nur in ein Schneefeld hochlaufen, wo die Lawinengefahr hoch ist, da kann ich kurz stehen bleiben, innegehen und dann weiterlaufen. Aber in der Situation, wo ich quasi körperlich angestrengt bin und eigentlich die Kräfte schwinden, da kann ich nicht raus aus, da kann ich mich nicht zurücknehmen, weil ich weiß, die Kraft geht aus und dann falle ich runter, oder? Und das ist eigentlich die Königsdisziplin in dem Ganzen, sag ich mal. Und das heißt, in den Situationen fängst du an, deine Atmung so zu regulieren, dass du langsamer und ruhiger atmest. Ja, oder zumindest das Bewusstsein auf die Atmung, dass zum Beispiel Ausatmung, Einatmung funktioniert oder dass ich nicht in den Hyperventilieren komme oder sowas, weil das total, total einfach mich unglaublich stresst. Das kenne ich von Panikattacken. Und da bin ich sensibel, oder? Und dass ich das einfach das Gefühl habe, ich habe das im Griff. Und das ist auch spannend, weil in dem Moment ist es ja auch meistens dann auch gefährlich, oder? Und durch das Atmen hast du halt den Fokus nicht mehr auf der Gefahr, sondern auf der Atmung und dann klettert es sich einfach so dahin, oder?
Sehr geil. Ja, genau das, was du beschreibst, ist ja im Endeffekt der Fall. Durch den Fokus, was du auch vorhin schon gesagt hast, das ist echt traumhaft zu hören, durch den Fokus raus aus dem Kopf, rein in den Körper, stoppst du ja automatisch die Emotionen, die du hast. Ja. Und kommst eigentlich mehr zu dir und kommst eigentlich zu deiner eigenen Kraft zurück. Regulierst deinen Körper, bringst dich im Endeffekt auf den Modus, auf den du dich bringen kannst. Ja? Ja. Also gerade wenn du jetzt an einem Berg hängst und ja eine gewisse muskuläre Spannung auch hast und weiter musst und gar nicht zurück kannst, dann kannst du dich zumindest so regulieren, dass du dann auch wieder vom Kopf klar wirst. Ja. Spürst du das auch, dass wenn du in deinen Körper hineingehst, dich auf deine Atmung so konzentrierst, dass dann auch dein Kopf wieder klarer wird? Ja, also eben das ist ja das Thema mit dem Fokus oder die Kopfunklarheit würde ich beschreiben, also es ist gefährlich und unangenehm und ich will hier weg. Und sobald ich auf die Atmung mich konzentriere, vergehen die anderen Gedanken sozusagen, oder? Die sind einfach nicht mehr da, oder weil ja kein Platz ist für zwei schwierige Gedanken. Genau, wir können uns im Endeffekt immer nur auf eine Sache zu 100% Ja, fokussieren. ja, ja. Jetzt hast du schon auch im Vorgespräch von den Panikattacken gesprochen und hast gemeint, dass es Situationen gab, die dich erst dazu gebracht haben, Yoga, Meditation zu machen, dich mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen. Was gab es denn da für Momente und wie hast du gemerkt, dass diese Momente entstehen? Du meinst es mit den Panikattacken Genau. oder? Aha. Gell, ich habe Panikattacken gehabt vor, puh, wie lange ist denn das jetzt her? 2000, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja, 2013, 2014. Also schon 7, 8 Jahre her. Aber eben erst vor 3 Jahren Yoga angefangen. Deswegen muss man so ein bisschen unterscheiden, finde ich. Also, rückblickend würde ich sagen, ich hätte mir gewünscht, als ich Panikattacken bekommen habe, mit Yoga anzufangen, weil ich glaube, es ist die beste Therapie. Also, aber beste Therapie kann man eh nicht sagen. Damals bei den Panikattacken habe ich lange nicht gewusst, was das ist. Oder ich habe einfach einen Herzrasen bekommen, ich habe Schnappatmung bekommen und habe dann Angst bekommen, oder? Bis dann irgendwie nach einer langen Zeit ein Arzt, nach den klassischen, wie das so ist bei so Panikattackenpatienten, die machen alle möglichen Ärzte durch und wissen nicht, was sie haben, und der Arzt ist alles top gesund und der weiß nicht, was los ist. Bis ein schlauer Arzt sagt, dass vielleicht ist es ja mental. Und da ist sogar heimgegangen, hey, mental, mental kann ja nicht sein, ich bin doch gesund und so weiter und so fort, oder? Und das war ein langer Prozess. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man jetzt sozusagen auf das Thema so eingehen kann, gell? Ich wurde da getriggert durch mehrere traumatische Erlebnisse beim Bergsteigen und dann sind diese Panikattacken gekommen und ich hatte keinen Umgang. Also ich hatte keinen Umgang damit. Ich habe dann mit der Zeit schon einen gewissen Umgang gefunden, der rückblickend auch gut war. Also ich bin gut damit klargekommen, aber er war nett. So verinnerlichend und so nachhaltig wie das, was ich jetzt mache. Sondern es war immer so das Gefühl, okay, ich habe es im Griff, aber es könnte auch wieder kommen und so weiter und so fort. Oder eher, ja. Das heißt, du hast gesagt, vor 7 Jahren, das heißt, da warst du ja selbst, was, 22, Ja, 23? genau, Da, ja. also warst du ja auch schon noch relativ jung eigentlich, um dich mit Ja. solchen Themen, zum Beispiel mit mentalen Strategien auseinanderzusetzen oder Ja. für dich zu gucken, wie könntest du in solchen Situationen umgehen. Gerade wenn Ja. du so eine Erfahrung erstmal für dich machst auf körperlicher Ebene und dich fragst, was ist denn hier los, gell? Was passiert denn hier Ja. gerade? Das finde ich auch das Schwierige, muss ich sagen, weil, oder das jetzt sozusagen auch mit dir so spannend, oder? Ich habe auch damals einen Mentalcoach gehabt, oder? Und auch ich war beim Psychologen ein paar Mal und die haben dann immer von Atmung gesprochen, oder? Wenn ich jetzt zurückblickend das betrachte. Aber es ist so unglaublich ein Unterschied, ob ich quasi anfange zu atmen, weil mir halt einer sagt, ich tue atmen. Oder ob ich es von innen heraus quasi aus Überzeugung verinnerlicht, eben Körper und Geist in Kombination zu bringen, ist ein unglaublicher Unterschied. Und deswegen sage ich auch, dass das nicht so nachhaltig war, weil das war wie die Atemübungen, die ich da gemacht habe, das hat funktioniert. Aber das war halt wie Liegestützen machen, oder? Das macht man jetzt und das funktioniert. Aber dadurch verändert sich quasi nur in dem Moment war es aber nicht nachhaltig, weil es hat ja einen Grund, warum die Panikattacken kommen.
Aber das geht natürlich zu weit. Aber sage ich mal, ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass du die Probleme in so einem Fall wirklich ganz im Inneren suchen musst und nicht mit irgendwelchen Liegestützenübungen therapieren kannst. Aber das ist ein bisschen ein anderes Thema eben. An sich nicht, an sich ist es ein großartiges Also, Thema. es, Und ja. ich finde es auch cool, dass du das genauso ansprichst, weil die meisten Leute denken, die denken bei Atemtechniken dran, ähnlich was du auch vorhin gesagt hast, na, dann zähle ich mal 5 Sekunden, dann halte ich 5 Sekunden die Luft an, atme mal fünf Ja. Sekunden oder sowas aus. Aber das ist ja im Endeffekt eigentlich nur ja, ein Vehikel, um irgendwo hinzukommen. Ja, Ja, das ist ja genau. eigentlich, um den Leuten etwas an die Hand zu geben, dass sie das machen, was du ja schon verinnerlicht hast, eigentlich in deinen Körper hineinzukommen und zu hören, was da drin passiert. Und dann vor allem diese Komponente zu schaffen, was hat das wiederum für eine Auswirkung auf meinen mentalen Zustand? Und auch diese Reflexion zu haben, die du eben vor ein paar Jahren schon machen durftest, zu schauen, okay, pass auf mentaler Ebene darf ich auch arbeiten, da habe ich auch meine Themen. Und die spielen wieder direkt zu meiner Atmung dazu. Das heißt, wenn ich mental mich entspannen kann, dann reguliert sich auch automatisch wiederum meine Atmung. Also diese Dinge sind so eng verbunden, dass man die eigentlich gar nicht aufklamüsern kann und sagen kann, nur das eine, aber nicht das andere. Das heißt, wenn du jetzt kletterst, dann kommst du ja immer auch in Gefahrensituationen. Jetzt haben wir mal von Panik gesprochen. Panik ist ja so ein sehr, sehr starker Innenzustand. Also da kann man ja, sag ich mal, weder vor noch zurückgehen. Jetzt hast du vorhin gesagt, wenn du diese Angst spürst, wie sie aufkommt, dann hast du sofort schon für dich eine Technik, um sie eigentlich wiederum zu regulieren auf körperlicher Ebene. Kannst du uns da so ein Insight geben? Also was du da wirklich für dich hast? Du hast mal vorhin gesagt, du sagst du dir einfach im Kopf, ja, mich jetzt chill mal, ist doch alles cool, passt doch alles. Also ist das der Weg oder hast du da noch so ein paar andere persönliche Techniken für dich, wie du damit umgehst? Nee, es ist wirklich das klassische Selbstgespräche führen. Ist es wirklich in dem Moment. Also ich habe keine, wie soll ich es beschreiben? Unter Umständen läuft da auf körperlicher Ebene schon sozusagen eine gewisse Entspannung. Also ich kann mich hier auch, also das beste Beispiel ist vielleicht, ich habe nämlich darüber nachgedacht, als Apnoe-Tauchen bei dir gelesen habe und so weiter und so fort. Total lustig, mein Bruder und ich, wir waren früher immer im Schwimmbad, im Urlaub und dann hat der, mein älterer Bruder, dann ging es immer, wer länger Luft anhalten kann und so weiter. Und dann hat er mir mal erklärt, ich muss, wenn ich lang Luft anhalten will, ins Wasser legen, Augen zu und dann muss ich alle Muskeln entspannen und dann kann ich länger. Oder? Ja, Und sehr gute vielleicht läuft Beschreibung. sowas Ähnliches sozusagen in dem Moment ab, dass man auf körperlicher Ebene jetzt nicht sich auch noch verkrampft, oder? Sondern wirklich das, okay, jetzt chill's mal, hört sich so total plump an, aber quasi, dass man trotzdem jetzt sich in keinerlei Hinsicht, sei es jetzt Gedanken, sei es Atmung, sei es muskulärer Tonus, whatever, sich an irgendwas so aufhängt, oder? Wie in einer Meditation, dass du einfach alles ist jetzt mal weg, oder es ist einfach luftleerer Raum, es ist alles weg, oder? Vielleicht ist es sowas Ähnliches noch, sage ich jetzt mal, dass du wie ja, eine Feder im Wind bist, sozusagen, auch wenn es eine gefährliche Situation ist. Einfach auch das Verständnis, sich damit abzufinden, dass die Situation halt jetzt nun mal so ist, wie sie ist, oder? Das ist ja eigentlich das Problem, was die Angst auslöst, dass ich jetzt nicht sterben will oder dass ich jetzt nicht hier sein will oder was auch immer. Aber in dem Moment, wo ich da alles so ein bisschen loslassen kann, oder ist das ja auch alles nicht so schlimm? Also nicht, dass ich jetzt lebensmüde bin oder sterben will, aber nun mal habe ich mich in die Situation gebracht, oder? Und jetzt ist es einfach so, oder? Es gibt ganz oft Situationen, in denen die Menschen nicht sein wollen. Morgens im Büro um 8 und mit dem Chef rumdiskutieren, das ist auch nicht so cool, oder? Und so ist halt das andere auch nicht so cool. Das ist aber halt part of the game sozusagen, oder? Und dann, ja, es ist für mich irgendwie so okay. Ich sag mal, was eher ein bisschen ein Problem ist, sind sozusagen das Gewissen, finde ich, in den Situationen der Frau und dem Kind gegenüber. Zu wissen, okay, es ist jetzt eigentlich nicht so cool, was du da tust, oder? Das ist ein Thema, das wird man, glaube ich, nicht los. Also heißt, es beschäftigt dich jetzt auch, wenn du klettern gehst und in Ja, eine also gefährliche Situation kommst. das ist tatsächlich so
eigentlich das schwierigste Thema, finde ich. Und Weil, wie gehst du dann damit um? Also ich stelle mir jetzt vor, du bist an der Wand oder bist am Eisklettern und hast so einen Moment. Kommt es überhaupt hoch? Also kommt es in ja, dem das Moment kommt. überhaupt hoch? Ja, Ja? das kommt wiederum nur in Situationen, wo ich körperlich nicht am Limit bin, aber es gefährlich ist, weil du dort auch die Zeit hast, innezuhalten, oder? Hm, okay. Also das ist klar, immer wenn du Zeit hast, hast du Platz für Gedanken, oder? Du kannst zwar einmal das Mentale behandeln, aber wiederum gibt es andere Sachen, die sind halt auch da, für die ist auch Luft, oder? Und das ist eigentlich das Einzigste, sage ich mal, wo ich auch finde, dass es kein Coping braucht, weil das absolut dort eine Relevanz hat. Alles andere wäre asozial, sage ich jetzt mal denen zwei gegenüber, finde ich. Wenn ich jetzt damit auch noch umgehen könnte, weißt, dann könnte ich wirklich alles machen. Dann wäre es ja alles egal, oder? Aber Aber was das ist, finde wenn du körperlich auch an der Grenze bist? Also wenn du diese beiden Sachen hast, mental und körperlich an der Grenze, denkst du dann auch dran? Nee, manchmal kommt es vielleicht, aber da ist keine Zeit. Weißt du, da ist keine Zeit für so, sage ich jetzt mal, solche Sachen, die so weit weg sind. Da geht es quasi, sagen wir jetzt mal, ein bisschen mehr ums nackte Überleben. Also das ist animalistischer, oder? Weil du in einem vielleicht Fluchtmodus oder sowas bist, oder? Genau, ja. Kann Okay. auch kommen, aber nur ganz kurz, es ploppt so auf und dann merkst du, okay, ja gut, jetzt pass halt auf oder so, gell? Es darf jetzt einfach nichts passieren. Aber es bildet sich nicht so ab, ich sag mal, in Situationen. Weißt du, musst dir vorstellen, zum Beispiel jetzt dieses Jahr im Dezember haben wir auch eine erste Wiederholung geklettert in der Schweiz von einer, keine Ahnung, 1800 Meter Wand oder sowas, Großhochen. Und dort musst du dir vorstellen, dass wir 2, 3 Stunden oder naja, wahrscheinlich eher 4 Stunden in einer Situation waren, wo einfach klar war, es muss jetzt nur Schnipp machen, wir sind alle weg. Und da bist du halt die ganze Zeit ausgeliefert. Das heißt, du hast auch so lange den mentalen Struggle, oder? Und da hast du natürlich Zeit. Da stehst du am Stand und wartest darauf, dass der Kollege mit dem Schneebrett abgeht und dich rausreißt, oder? Und über Stunden, also über viele 100 Meter sozusagen, oder? Da meine ich, da ist dann Zeit für solche Gedanken, oder? Das andere ist aber einen Moment, da dauert so eine Seillänge zu klettern, vielleicht eine Viertelstunde. Und da bist du wahrlich mit anderen Dingen beschäftigt, als darüber nachzudenken, dass du jetzt das für deine Frau und für dein Kind gefährlich sein könnte, was du gerade tust. Jetzt ist es ja so, viele Sachen machst du vielleicht zum ersten Mal, aber an sich, was du machst, machst du ja nicht zum ersten Mal. Also du hast ja jahrelange Erfahrung. Du warst ja, glaube ich, mit 14 Jahren schon auf dem Mont Blanc, ja, und hast irgendwie mit 8 Jahren schon angefangen zu klettern. Also du kannst ja schon auf einige Jahre zurückgreifen, die du an Erfahrung mitbringst. Ja, bist ja auch mit sehr erfahrenen anderen Kletterern auch unterwegs gewesen und hast Besteigungen gemacht. Das heißt, du hast sicherlich auch viel, viel gelernt. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Also, Michi Wohlleben geht klettern. Wie bereitest du dich darauf vor? Hast du spezifische Techniken, dass du sagst, du visualisierst beispielsweise eine Route? Oder verlässt du dich mehr auf deine eigene Erfahrung, dass du sagst, ich weiß, es kann was passieren, aber ich vertraue mir selbst? Wo würdest du denn da so den ersten Punkt setzen? Sowohl als auch, also beim reinen Sportklettern zum Beispiel, beim Schwierigkeitsgradklettern, dort habe ich tatsächlich mittlerweile visualisieren. Also das hat mir ein Physiotherapeut, der auch mit Adam Ondra gearbeitet hat, der Klaus Isele, mal als ich meine erste 9a klettern wollte, mal gezeigt. Und das macht unglaublich viel aus, jetzt rein sportlich, weil es geht es nicht um Gefahr und irgendwas. Aber ich finde es so spannend, dass wenn man jetzt eine Route 10, 20 Mal visualisiert, habe ich das Gefühl, ich kenne die Route 100 Mal besser. Ich habe nie das Gefühl, ich weiß nicht, wo ich bin, weil alles, was ich visualisiert habe, kenne ich so gut quasi. Es ist wie die Westentasche, oder? Also das finde ich mega cool. Beim Bergsteigen muss man einfach immer wieder quasi zum Anfang zurückspringen. Dort ist das Größte oder das Schwierigste, mit dem Druck umgehen, dass du startest. Das Schwierigste ist, den ersten Schritt zu machen in die Wand zum Beispiel, oder? Der Berg ist riesengroß, du hast das Gefühl, alles, du weißt nicht, wie das wird, wie die Verhältnisse sind, wie schwierig ist es wirklich, wie, keine Ahnung, wie lang braucht man und so weiter und so fort, oder?
Das ist das Schwierigste, damit umzugehen, sage ich mal. Und das ist ein Zwischending zwischen ja, Selbstvertrauen sozusagen, auch Aufrichtigkeit sich selber gegenüber, dass man sich eingestehen könnte, umzudrehen, dass man sich eingestehen kann, gar nicht erst einzusteigen, wenn man ein schlechtes Gefühl hat. Und wiederum aber dann auch verdrängen, tatsächlich zu sagen, okay, ohne das Verdrängen von Angst und dem großen Ziel traue ich mich nicht einzusteigen, oder? Das heißt, der Fokus rutscht weg oder schiebt es den großen, sage ich jetzt mal, die große Eiger Nordwand mit seiner schwierigsten Route auf die Seite. Und es interessieren mich eigentlich nur die ersten 200 Meter, oder? Und da steige ich mal ein und dann schauen wir weiter. Und wenn es nicht cool ist, dann drehen wir halt wieder rum, oder? Aber das ist so ein bisschen, um zu verstehen, in welchem Cocktail von Emotionen man sich da befindet, oder? Und wie ich damit umgehe, ist eigentlich ungefähr so. Ein sehr, sehr, sehr cooler Punkt, weil ich hatte jetzt vor kurzem erst mit Wolfgang Fasching auch gesprochen, hatte ich dir auch erzählt. Und wenn der so ein Race Across America gemacht hat und da 8, 9 Tage im Endeffekt die ganze Zeit Fahrrad fährt, von einer Ecke USA an die andere, habe ich ihn auch gefragt, wie kannst du denn überhaupt den Fokus behalten? Und interessanterweise hat er genau das Gleiche gesagt wie du. Er denkt nicht an morgen, er denkt nicht Ja, an das Ziel, sondern er denkt an die nächsten 100 Meter oder an den Tagesverlauf. Also dieses Ziel vor Augen heißt im Endeffekt nicht das große Ziel andauernd vor Augen, sondern der nächste Schritt. das ist auch, ich finde auch, es hat ja einen Grund, warum er sich das Ziel ausgesucht hat. Und das ist bei mir, also wenn ich jetzt beschreiben würde, im Kopf ist das immer da irgendwo, oder? Und es ist klar, ich wollte das Klettern, oder? Und das beeinflusst im Hintergrund positiv, aber es ist keine, also es gibt, wirkt sich nicht negativ auf mich aus. Es könnte aber, wenn ich es nicht behandle, also wenn es ich nicht im Griff habe, oder? Und deswegen ist es nicht so präsent eigentlich. Wie ist es denn mit den Menschen in deiner Umgebung? Jetzt hast du einen Sohn, ja, hast eine Frau. Auf der einen Seite ist der Sport ja dein Ding. Aber was ist es denn, wenn Erwartungen anderer Menschen, Menschen, die dir wichtig sind im Leben, an dich herankommen? Wenn die Menschen zum Beispiel Angst um dich haben, wie gehst du mit solchen Situationen um? Es kommt so ein bisschen drauf an. Also jetzt zum Beispiel meine Frau, die tut noch mehr Yoga machen, noch mehr meditieren wie ich. Das tut mir schon ein bisschen weh. Also, dass die zu Hause sitzen und Angst haben, sozusagen, oder? Ich kann letztendlich Geld. Es gibt ja so den Circle of Influence, oder? Und deren Gefühle sind halt leider nicht bei mir in meinem Einflussbereich, oder? Ich kann natürlich immer und immer wieder sagen, dass ich unglaublich aufpasse und dass es jetzt gefährlich war, aber ich es trotzdem im Griff hatte oder irgendwas. Also die wissen auch, dass zum Beispiel die Situation, wie ich spreche mit ihr und sage, hey, das war einfach scheiß gefährlich, oder? Es hätte nur Schnipp machen können und dann wären wir weg gewesen, oder? Zum Glück ist das meistens im Nachhinein. Das heißt, es ist dann eigentlich nicht mehr so relevant, oder? Weil man ist ja am Tisch und kann sich drüber unterhalten. Aber ich kann es ja nicht ändern. Also ich kann außer Verständnis und immer wieder und wieder glaubwürdig vermitteln, dass ich auf mich aufpasse, kann ich ja nichts machen. Deswegen. Ich hatte mal ein Und die Interview. Erwartung an mich, die Ja. Erwartung an mich, die ist vollkommen klar, oder? Also das ist die von den anderen an mich, aber das ist ja auch meine an mich, weil ich habe wiederum eine Verantwortung ihnen gegenüber. Das heißt, der Punkt, der überschneidet sich anyway. Ja. Jetzt begibst du dich ja trotzdem auch weiterhin in diese gefährlichen Situationen. Hat was mit der eigenen Leidenschaft zu tun, mit dem eigenen persönlichen Ziel. Du hast am Anfang gestrahlt, als du vom Klettern gesprochen hast und gesagt hast, du bist ja immer noch wie damals als Kind, als du unterwegs warst. Diese Begeisterung. Jetzt ist es ja so, ich habe auch mit anderen Extremsportlern auch Interviews gehabt, die auch erzählt haben, ja, es passiert eben auch, dass Kollegen im Endeffekt einen Unfall haben und umkommen. Das gibt es ja bei dir ja genauso im Umfeld, das kann ja genauso passieren. Wie gehst du denn mit so einem
mit so einer Situation um? Also es ist ja, es, du nimmst es wahrscheinlich wahr, es ist präsent, ja, aber wie gehst du damit um? Ja, also ich finde das, umso älter ich werde, umso tragischer, sage ich mal, umso mehr trifft es mich sozusagen. Früher war man noch so ein junger Bergsteiger, der halt total, sage ich jetzt mal, hohl im Kopf war und nur seine eigenen Sachen im Hinterkopf hat und sich verwirklichen will und so weiter und so fort. Mittlerweile ist das schon so ein bisschen anders. Also ich gehe nicht mehr so oft geplanterweise das Risiko ein, oder ich mache ein bisschen weniger, würde ich sagen. Dafür dann, wenn ich mache, aus hundertprozentiger Leidenschaft und Überzeugung, weil ich einfach Lust drauf habe. Es ist ein schlimmes Thema, und ich sag mal, bei mir wird sich das, glaube ich, schon abbilden, dass ich mit dem aufhöre langfristig. Also nicht umsonst habe ich angefangen mit Physio zu studieren, weil ich sag mal, es ist ein bisschen ein Unterschied. Zum Beispiel die Huber-Buben sind so ein gutes Beispiel, oder? Die sind jetzt mittlerweile 50, die haben das alles überlebt, aber wie viel gibt es denn, die 50 sind und eine lange Profikarriere überlebt haben? Das ist eben schon so ein Thema, wo man sagen muss, ist es nicht irgendwann sozusagen gut gewesen? Habe ich nicht genug erlebt, um dann zu sagen, hey, ich kann ja dann immer noch meinen Kindern, Enkelkindern, was auch immer, erzählen, wie geil das war, oder? Und da hilft, glaube ich, auch Yoga und Meditation so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Abschied zu nehmen und auch andere Sachen zu, genauso, sage ich jetzt mal, in dem Umfang, Ausmaß zu erleben. Und wenn es nur, keine Ahnung, Grillen mit der Familie am Sonntagabend im Abendlicht ist, oder? Das kann genauso schön sein. Und das ist aber schon ein Problem von uns Profi-Kletterern, Bergsteigern, die Sachen, die man erlebt an solchen Touren, gerade wenn es gefährlich sind, die sind so verrückt, unbeschreiblich, dass man natürlich ein bisschen danach giert, das wieder zu erleben, weil da spürst du dich natürlich unglaublich. Also wilder kann man nicht leben, sozusagen. Und das loszulassen ist auf jeden Fall schwierig, glaube ich. Jetzt haben wir auch im Vorgespräch mal darüber gesprochen, was du für einzigartige Momente für dich erlebst, wenn du da in der Wand zum Beispiel drin hängst. Also ich habe dieses eine Video gesehen, gefühlt war das irgendwo im Morgengrauen, wo auf einmal ein riesiger Vogelschwarm an euch vorbeigezogen ist. Wenn wir jetzt von Atempausen für dich sprechen, was kommt denn dir da so für ein Bild vor Augen? Wann hast du denn für dich so deine Atempausen? Wenn ich an Atempause denke, denke ich einfach an Meditation. Ich sage jetzt mal, das ist irgendwie ein strenger Tag gewesen. Ich habe eh das Gefühl, ich war so am Schleudern, und dann kann ich mich aufs Meditationskissen sitzen und quasi nicht mehr atmen für 20 Minuten, oder? Also nicht mehr so bewusst atmen, wie wir es halt im Alltag, also so unbewusst atmen, wie wir es im Alltag machen. Da denke ich an Atempause, oder? Okay, und was gibt es dir diese Zeit? Ja, das ist halt schwierig zu beschreiben, oder? Ja, also sage ich mal, ein Stück weit wie sagt man da dazu, eine Ebnung, oder? Ein Runterfahren sozusagen, ein Ankommen überhaupt mal irgendwo in sich wahrscheinlich. Ja, sowas. Zu wissen, danach ist man ge geerdeter. Danach ist wieder eigentlich der Zustand, wie man sich selber am meisten mag, oder? Weil wer erlebt sich schon gern so im Stress oder im, keine Ahnung, weiß doch ich nicht. Das ist ja voll das Unangenehme. Also die meisten Leute wissen gar nicht, dass es auch ein anderes Gefühl gibt als Stress im Leben, dass man so glücklich in sich ruhen kann, sozusagen, oder? Das ist eigentlich das, wo man ja eigentlich gern 24 Stunden, 7 Tage die Woche wäre, aber nicht ist. Und das ist dem kommt man zumindest ein Stück weit näher mit der Atempause.
Jetzt sprichst du ja auch von diesen Ruhephasen, dich zu erden. Das hat ja was ganz Ruhiges, du setzt dich aufs Meditationskissen. Aber du hast ja auch einen großen Kontrast zum Ganzen. Vielleicht kannst du mal in die Kamera deine Hände mal zeigen. Die blitzen immer zwischenzeitlich rein und auch die Rückseite. Du bist ja schon so ein bisschen ramponiert, sage ich mal. Das heißt, du machst ja auch einen Sport, bei dem du deinen Körper wirklich extrem spürst. Ja, und auch kaputt macht natürlich. Das ist auch total verrückt. Ne? Also, ja, aber es ist gar nicht so weit weg voneinander quasi, finde ich. Also, ich nehme auch das Klettern anders. Also, muss man unterscheiden: das Klettern als Sport, oder wo du so wilde Bewegungen über Kreuzzüge und Spagat und weiß doch ich nicht, was hast, nehme ich anders wahr, seitdem ich Yoga mache. Also ich erlebe es anders, oder? Noch intensiver sozusagen die Bewegung an sich und es ist nicht mehr das Reißen an Griffen, sondern es ist eher das Spielen mit dem Fels sozusagen. Deswegen ist es gar nicht so weit weg voneinander. Man kann da, also ich gehe unglaublich in dem Klettern auf. Es ist wie Yoga eigentlich, oder wie so ein Yoga-Flow. Ich meine, ich finde es verrückt, wie viele Leute heutzutage Yoga machen. Deswegen kann man wahrscheinlich sogar in so einem Podcast davon sprechen. Ich würde sagen, man müsste mal eine Umfrage machen. 90% von deinen Hörern machen wahrscheinlich Yoga ab und zu oder haben schon mal gemacht. Ja, Yoga ist ja zum Beispiel auch Atmung. Also Ja, wenn wir uns auf genau. die Voll. Atmung fokussieren. Also Ja, das Erste beim total. Yoga war ja die Atmung. Davor Genau. gab es noch gar keine Ja, Bewegung, gab es noch gar genau. keine Asanas, da war nur die Genau. Atmung. Genau. Und das ist, so ist das Klettern für mich eigentlich, oder? Das ist eigentlich ein Yoga-Flow oder was auch immer. Deswegen ist es nicht weit weg voneinander. Kannst du mir das mal beschreiben, wenn du so am Klettern bist, was das dir so gibt, wie sich das so anfühlt? So ein besonderer Moment, wenn du sagst, jetzt bist du so mit allem im Reinen. Was gibt mir das? Das ist einfach das Aufgehen in der Sache sozusagen, das ist einfach das Tun. Dort beim Klettern tut man ja auch, also wirklich jetzt eher beim Sportklettern oder Alpinklettern, nicht beim Bergsteigen, das ist was ganz anderes, oder? Aber dort muss man auch eine regelmäßige Atmung haben, um genug Sauerstoff zu bekommen. Das macht einen unglaublichen Unterschied, oder? Ich höre immer, ich sehe immer die Leute, die versuchen eine Route zu klettern, oder? Und dann ist es leicht, dann schnaufen sie schön, dann wird es schwierig, auf einmal atmen sie nicht mehr. Und 10 Sekunden später fallen sie natürlich runter, oder? Und das ist so auch schon gar nicht so einfach, wenn es total schwierig ist und man muss so gerade Untergriffe, das ist dann so pressig oder da presst es dann so gegen die Brust, dann stetig zu atmen, um den Sauerstoffzufuhr zu gewährleisten, ist gar nicht so einfach, oder? Und Trackt ihr euch da? Also, oder guckst du, wie deine Sauerstoffsättigung ist? Weil du kletterst nein. ja nicht immer nur auf, weiß ich nicht, den ersten 1000 Metern, sondern du bist ja auch deutlich höher. Die Luft wird dünner, Sauerstoff wird weniger. Nee, überhaupt nicht. Also, ich glaube, es gibt schon Leute, so gerade die Wettkampfkletterer, das mache ich ja nicht. Ich meine, bei mir kommt es nicht aufs Mühe an, weißt du, also ich muss nicht wirkliches Mühe rausholen, dass ich erfolgreich bin, sondern ich muss eher tatsächlich ein gutes Gefühl haben, technisch gut klettern, entspannt klettern können, dass ich meine Ziele umsetzen kann, oder? Es gibt schon Leute, die, glaube ich, mit Pulsuhr zum Teil klettern, trainieren, dass sie eben in den richtigen Bereichen trainieren und so weiter und so fort. Das mache ich halt beim Ausdauertraining, oder? Das ist klar. Aber beim Klettern nicht. Ne? Aber wie merkst du, wenn du jetzt zum Beispiel beim Bergsteigen bist, du bist ja an einer anderen Höhe, du hast eine niedrige Sauerstoffsättigung. Wie gehst du denn damit um? Du spürst es ja wahrscheinlich schon, oder? Dass die Ja, Sauerstoffsättigung das, sinkt, es wird ja anstrengender, genau. das Ganze, du atmest Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. ja. Wie verändert sich da deine Atmung für dich? Aha, also, gell, ich meine, ich sage mal, jetzt spricht man ja eh von der größeren Höhe, oder? Und da habe ich jetzt nicht in dem Ausmaß Erfahrung, ob man da die Sau. Klar, also, was es gibt, gell, zum Beispiel, was man so sagt, wenn man jetzt von der Höhe. Es gibt ja so eine Faustregel, oder man sollte beim Höhenbergsteigen nicht unter 90% Sauerstoffsättigung kommen über eine längere Zeit. Also, ich sage jetzt mal, eine Nacht geht, oder? Und dann gehst du wieder runter, gehst wieder in tiefere Lage, dass du wieder eine höhere Sättigung hast. Und da gibt es zum Beispiel so Techniken, keine Ahnung, ob die was bringen, aber es gibt Leute, die sagen, man soll dann, sagen wir mal jetzt, dreimal täglich viel einatmen.
viel ausatmen, dass die Sättigung für eine kurze Zeit hochgeht. Einfach über die Atemfrequenz die Sättigung hochtreiben für ein, zwei Minuten und dann wieder sein lassen, dass das was bringt. Aber was anderes kenne ich auch nicht. Also ich kenne es eigentlich nur so, dass du eigentlich über die Anpassung vom Körper, über die Akklimatisation, Ja. dann halt langfristig einfach immer eine höhere Sättigung hast und nicht über die Atmung. Das. Aber ich habe auch gelesen, das ist noch ganz spannend. Irgendjemand, ich weiß nicht, ob es der Uli Steck ist oder der Don Bowie oder die zusammen, dass irgendjemand über die Atmung, über so eine Pressatmung, kann das sein? Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf, aber dass irgendjemand von denen in über 8000 Meter dann so eine Pressatmung macht oder sowas und dadurch auch über Stunden unter Belastung eine höhere Sättigung hat als. Kann das sein? Ich überlege es mir gerade, es ist auf jeden Fall super interessant und wenn du das nochmal irgendwo liest, dann kannst du mir gern Bescheid geben. Wäre super interessant, was die da wie machen, weil du atmest ja im Endeffekt sehr viel weniger Sauerstoff eigentlich mit ein, Genau. mit der Umgebungsluft. Ja, genau. Und dass dein Körper dann anfängt, diesen Sauerstoff besser aufzunehmen, liegt eher daran, dass, ja, dass er eine höhere CO2-Toleranz hat und im Endeffekt dadurch Hämoglobin besser Sauerstoff Ja, bindet und es besser im genau. Körper lässt Ja, genau. und auch, Also. dass er theoretisch weniger Sauerstoff verbrennt, also dass Ja. die, ähnlich die Situation, die du vorher beschrieben hast, mit deinem Bruder im Bad, versucht dich zu entspannen, mach die Augen zu, lass alles locker, Ja. dann kannst du länger die Luft anhalten und Ja. so konserviert Ja, unser voll. Körper ein bisschen mehr Sauerstoff. Genau, also letztendlich funktioniert es über rote Blutkörperchen oder Transport und nicht über die Atmung, oder? Also ja, über die Atmung. Ich meine, im Endeffekt, der Sauerstoff muss Kurzfristig im schon, aber Körper und wir, langfristig nicht. Ja. ja, also wir können zum Beispiel gucken, in welches System wir reinkommen. Zum Beispiel, du hast es ja auch gesagt, in diesen Situationen der Panik, die du hattest, hast du hyperventiliert, hast sehr, sehr Ja. viel und schnell geatmet. Ja. Und diese Hyperventilation blockiert die Sauerstoffaufnahme im Körper. Voll. Ja, Also genau. es geht eher um eine extrem langsame Atmung, die dann im Endeffekt Ja. die Sauerstoffsättigung erhöht. Ja. Ah, das ist echt spannend. Das ist echt spannend zu sehen. Wie sehen denn bei dir so deine persönlichen Ziele noch aus? Ein paar Sachen hast du schon angesprochen. Was schwebt dir denn so vor? Vielleicht auch einfach nur für dich persönlich, was du noch erreichen möchtest. Für mich persönlich. Ja, nur für dich. Was ist denn für mich persönlich? Ja, ich hab eigentlich noch mega viele Ziele. Also, wobei ich auch das mit den Zielen jetzt nicht mehr in dem Ausmaß quasi zelebriere und sage, das ist jetzt mein Ziel und das will ich machen oder sowas, wie früher, weil das war ja nur Ego getrieben, weißt du? Das war jetzt einfach so, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Eiger Nordwand in 5 Stunden kletter, das ist mein neues Ziel, dann feiern mich die Leute, oder? Das war so früher und das ist so der total normale Mechanismus, den so Leistungsmenschen haben. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Ich würde gerne noch gewisse Sachen erleben, statt ein Ziel zu erreichen. Das ist ein bisschen, finde ich, ist eine Nuance, ein Unterschied, aber eine krasse, relevanter Unterschied. Und zum Beispiel, was ich schon noch gerne erleben würde, man könnte auch sagen, erreichen würde, aber ich finde das Erleben wichtiger, weil da geht es um den Kern. Wäre zum Beispiel auf den Cerro Torre zu klettern, oder? Das ist so in Patagonien, so ein unglaublich schöner Berg und das vielleicht freiklettern über die Kompressorroute. Das ist auch so ein Ding, wo ich nicht weiß, ob ich vorher aufhören kann, an Berg zu steigen. Das ist so ein Beispiel, oder? Oder so insgeheim ohne Sauerstoff auf dem Everest zu stehen, selbst wenn das quasi schon viele Leute gemacht haben. Aber da stellt sich halt schon so die Frage, kann ich das oder kann ich das erreichen? Das ist schon unglaublich, seitdem ich so viel Yoga mache und was heißt so viel, aber seitdem ich Yoga mache, schon oft überlegt, früher in der Höhe, das ist extrem mental, dieses Höhenbergsteigen. Sag ich mal, man muss da unglaublich gut mit sich selber umgehen können, unglaublich gutes Gespür für sich haben. Und gell, ich war mit 17 das erste Mal beim Höhenbergsteigen. Ich war nur in meinen jungen Jahren beim Höhenbergsteigen, bis unser Sohn gekommen ist eigentlich. Und habe da auch viel, viel Schrott erlebt, echt ungute, unschöne Sachen erlebt. Und dann denke ich, habe ich mir in den letzten Jahren schon so überlegt, dass ich glaube, aber das kann jetzt auch nur so dahingestellt sein,
dass ich heutzutage viel besser damit umgehen könnte und viel besser Höhen bergsteigen könnte als früher. Mit dem ganzen Mentalen, mit dem Yoga, mit dem Ausgeglichenen, mit dem Wahrnehmen vom Körper und solchen Sachen. Deswegen wäre eben so Everest ohne Sauerstoff schon noch so eine Challenge, glaube ich, die unglaublich spannend sein kann. Also einmal Patagonien und einmal Everest. Und Everest. Ja, meine ich habe eine Erstbegehung hier im Alpstein bei uns zu Hause. Ich mache eigentlich auch extrem viel bei uns zu Hause, weil ich sehe irgendwie diese weite Reiserei, Flugzeuge, das sehe ich irgendwie nicht mehr als so relevant quasi. Weil ich ja auch hier das Gleiche erleben kann, oder? Da muss ich nicht ins Flugzeug steigen und unglaubliche Aufwand auf mich nehmen, logistisch, gar nicht jetzt gesprochen an Öko oder irgendwas, oder? Aber ich sehe es nicht mehr so richtig, oder? Ich sehe es quasi bei jetzt sowas wie Everest oder Patagonien, aber dann on the point, oder? Nicht irgendwie jetzt dreimal hinfahren und probieren oder irgendwas, sondern hingehen, so gut vorbereitet wie möglich, probieren, wenn es nicht klappt, okay, dann sein lassen. Aber ich finde schon, man verhängt sich heutzutage oft im Bergsport an irgendwelchen Projekten, die einfach chancenlos sind. Und dann, was erlebt man dann? Also ich meine, da bin ich hier zu Hause, im heimischen Gebirge, in den Alpen, habe ich so viele Sachen, die ich umsetzen kann, wo ich so viel erleben kann, dass ich mal sage, was hat mehr Wert, oder? Und wo richte ich wie viel Schaden an? In Form von ins Flugzeug steigen, durch die Gegend zu reisen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich auch hier Projekte, die mich glücklich machen. Aber das sind schon so die großen, so zwei so Themen im Kopf, die ich mal gerne noch probieren würde. Einfach und stell dir das mal vor, du bist auf dem Everest ohne Sauerstoff. Ich glaube, das fühlt sich total verrückt an. Aber danach dann zu erzählen, wie das war eben oder sich dazu erst spüren. Ich meine, ich glaube, man kann sich es erst vorstellen, wenn man es gemacht hat, aber ich glaube, das ist schon schwierig. Also auch mental eine Aufgabe einfach. Das ist schön zu sehen, dass du diesen Switch hast und sagst, früher war eher Ego getrieben, jetzt ist eher das Erleben. Also du möchtest die Situation wirklich eher erfahren. Ja, genau. Dass also, du das für dich erst eher mitnehmen möchtest. Also für mich hört sich das eher so an, es geht weniger an das nach außen zeigen, als das nach innen fühlen. Ja, genau. Also eben, oder zum Beispiel, stell dir vor, sind Patagonen, diese Felsnadel und der Wind ist da, oder? Und solche Sachen. Ich meine, das ist was, wo ganz verrückt ist einfach, oder? Wie wir erleben ja jeden Tag, wenn wir da rausgehen, so verrückte Sachen wie das mit den Vögeln oder sowas. Oder ja, keine Ahnung, irgendwelche Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, irgendwelche. Wir haben da bei der einen Eisroute, von der ich vorhin erzählt habe, sind wir geklettert. Ich habe einen Kollegen gesichert und dann schießt so eine Lawine über den Eisfall runter, oder? Also, aber eine kleine Staublawine. Wir waren total safe, oder? Aber das sind so Sachen, die bleiben einfach im Kopf sozusagen, oder? Die erlebt man gemeinsam und die kann man dann zusammen zelebrieren, quasi erinnerst du dich noch daran und solche Sachen, oder? Und da geht es nicht arg drum, ob du es jetzt geklettert hast oder nicht, sondern da geht es um eine gemeinsame Zeit. Und die ist schon intensiv da im Gebirge, deswegen, ich kann das auch nie sein lassen, das ist auch klar, gell? Ich kann, weil ich vorhin mal vom Aufhören gesprochen habe, ich werde das nie sein lassen können, ich werde einfach das ist schon ein Thema, ich sage mal, wenn du das hauptberuflich machst, besteht halt oft die Gefahr, dass du Sachen tust, die du vielleicht doch nicht aus voller Überzeugung machst, weil du mal wieder was abliefern musst oder solche Dinge, oder? Und wenn du das als Hobby machst oder so nebenberuflich, dann kannst du viel freier entscheiden und das ist ja das, was ich auch jetzt schon mache. Ich mache einfach, was ich will, ob es den Sponsoren passt oder nicht, hört sich jetzt total quasi so übertrieben an. Aber das ist die einzigste Lösung, wie ich das Gefühl habe, wie man erfolgreich und glücklich sein kann. Dass du dein Ding machst sozusagen. Und das ist früher auch bei mir anders gewesen, muss ich auch zugeben. Da hat man dann Sachen gemacht, die man halt das Gefühl hatte, ja, die kommen ganz gut an, oder? Aber das ist nicht nachhaltig und funktioniert nicht. Jetzt hast du von Erfolg und Glück gesprochen. Was ist denn für dich Erfolg? Na, mit Erfolg meine ich quasi Business-Erfolg, oder? Und persönlicher Erfolg? Also wenn ich dich frage, Michi, was ist für
Das ist das Glücklichsein. Deswegen habe ich gemeint, du kannst halt Erfolg und glücklich sein. Okay, du Wenn du meinst, Erfolg jetzt, ist eher dieses Business-Thema und genau, dieser dass du persönliche Erfolg Veröffentlichungen ist hast, glücklich dass du in sein. die Medien kommst, sozusagen, oder? Das meine ich mit erfolgreich, weil für mich ist es, ich sehe es nicht als Erfolg, wenn ich so eine Route kletter. Verstehst du? Für mich selber. Mit Erfolg meine ich wirklich, dass du dann, dass die Sponsoren, wieder, dass du für die Sponsoren quasi Veröffentlichungen bekommst und so weiter und so fort. Ja. Das ist Erfolg. Es gibt quasi in dem Yoga Meditation gibt es keinen Erfolg. Das interessiert leider keinen Mensch, ob ich da das am Stück, Rotpunkt, Mitsturz, Onside, whatever, das ist einfach nicht relevant, oder? Genau, und deswegen meine ich, dass du erfolgreich und glücklich sein kannst, musst du Sachen machen, die du von Herzen machen willst, oder? Und das sind zum Beispiel die Routen, das ist die Challenge, das ist die Aufgabe, auf den Everest ohne Sauerstoff zu gehen. Oder wenn ich das so von Herzen will, weil es mich einfach interessiert, ob ich es kann, ob ich es erleben will, oder? Dann ist der Erfolg ja, sage ich mal, ein Beiprodukt. Und das ist das, wie auch jetzt ich seit 3 Jahren mache und nicht weniger erfolgreich, jetzt weiß ich, wie ich Erfolg definiere, bin. Ah, das ist spannend zu sehen. Das ist spannend zu sehen, dass du einen anderen Zugang hast. Also raus aus dem Ego rein in Herzensangelegenheiten, dass du sagst, Ja. ich will das, ich habe den inneren Antrieb, das zu machen für mich, um es zu erleben. Ja. Aber ich glaube, es haben, ehrlich gesagt, ich glaube, es hängt mit dem Alter zusammen. Dass das schon einfach ein Prozess ist, den viele Leute, glaube ich, durchmachen, oder? Also, ja, weiß es nicht. Ja, eh auch egal, was die anderen machen, oder? Genau darum geht es. Im Endeffekt ist es hauptsächlich wichtig, was du für dich machst und dass du eben an diesem Punkt ankommst, den du beschrieben hast. Ob das jetzt deine, sag ich, deine Atempause auf dem Meditationskissen ist oder diese wirklich ja, unglaubliche körperliche und Erfahrung in diesem Moment ist, wenn du am Klettern oder am Bergsteigen bist. Sehr cool. Michi, das wäre es eigentlich für mich mit den Fragen. Ich glaube, ich könnte mit dir locker noch eine Stunde hier sitzen und mit dir noch weiter drüber sprechen. Ich finde es super faszinierend, was du machst. Und es ist so schön zu sehen, wie du strahlst, wenn du von diesen Themen auch sprichst. Ja, ist Ja? ja spannend. Also es ist wirklich ja, sehr, sehr inspirierend auch für mich persönlich, mit dir zu sprechen. Also erstmal würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank für diese ganzen Insights, die du mir und unseren Hörern noch gegeben hast. Und ja, danke, dass Danke du da dir mit auch. dabei warst. Am Morgen mal wieder ein bisschen über solche Sachen nachgedacht. Ehrlich, muss auch, also gell, das hört sich natürlich, muss ich wirklich ehrlich sagen, in so einem Interview hört sich dann der Michi Wohleben immer so, der weiß alles und der hat Antworten. Aber es gibt auch bei mir so viele Momente, wo gar nichts im Griff ist. Gell? Das ist wir, also das ist ja klar, oder? Das will ich nur noch abschließend sagen, dass es einfach, dass man hier am Tisch so überlegt mit Luft und Pipapo, alles immer eine Antwort hat und weiß, wie es wäre, aber es gibt auch so viele Situationen, wo es halt nicht so funktioniert. Dass quasi das, was ich jetzt erzählt habe, quasi manchmal die Lösung ist, oft funktioniert, aber genauso oft auch dann halt nicht funktioniert, weil man doch ein Mensch ist und nicht der Dalai Lama oder irgendwer, der halt seit 30 Jahren irgendwas praktiziert und meditiert und so weiter und so fort. Also es wäre, ja. Ja, das ist noch wichtig, glaube ich, zu sagen. Okay. Super, dann vielen, vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit. Ja, danke.